Meine lieben Freunde, lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Wir machen heute mal ein Meisterhürde 8 Layout wieder mal. Ein Update von dem von der alten Base, die ich damals hatte, die bei mir ziemlich gut hält. 5000 Pokale plus habe ich gehabt. Ich denke mir mal, dass man mit der Base auch noch mehr hinkriegen würde. Ich nenne diese Base Anti-Barbaren-Spam, weil bei mir es so aussieht, dass die Leute halt wenig damit hinkriegen mit ihren Barbaren. Und wir bauen einfach gleich mal aus, ja? Gucken mal, wie weit wir heute kommen. Ich erkläre so ein bisschen. Wichtig ist, dass ihr eure großen Verteidigungsgebäude alle auf 8 habt, ja? Das bedeutet, das Ding hier muss auf 8 sein. Die Riesenkanone, ganz wichtig, muss auf 8 sein. Sonst funktioniert das nicht so toll, ja? Also es sollte schon alles auf 8 sein, damit ihr hier eine sehr starke Verteidigung habt. Und das hier ist so der Kern, ne? Mit dem, was ihr an Verteidigung habt. Dann habt ihr ja noch die Doppelkanonen. Die sollten irgendwann auch. Bei mir sind sie noch nicht 8, weil ich mache gerade erst die Tower. Und die Tesla habe ich jetzt allererst auf 8 gemacht, weil für mich das wichtiger ist, weil die Boden und Luft angreifen. Aber vorher habe ich halt die Sachen alle auf 8 ausgebaut, weil die sehr, sehr viel Leben haben. Und dadurch auch, also viele Hitpoints und dadurch auch viel tanken können. Was in meinen Augen ziemlich wichtig ist. Deswegen seht ihr auch, wir haben hier auf Level 8 Leben, kann ich euch nachher nochmal zeigen. Dann müssen wir den nächsten, wartet mal, der kommt hier ran. Dann brauchen wir 2 Tower. Der erste kommt hier hin. Dann kommt der zweite direkt davor. Blup. Dann brauchen wir 2 Tesla. Der erste Tesla kommt hier hin, der zweite hier. Und jetzt brauchen wir unseren Multimörser. Der wird hier hingestellt. Dass das alles so ein bisschen zu ist. Dann kommen wieder Kracher. Einer wird hier hingestellt. Einer kommt hier in die Ecke. Dann brauchen wir hier vor wieder eine Kanone. Und eine Doppelkanone. So. Hier kommt eine Kaserne hin. Hier so ein Dreieckabschluss ist, ja. Baut das genauso nach. Dann nehmen wir unsere 2 Elixierlager. Eins kommt hier hin. Ein Elixierlager kommt hier hin. Dann brauchen wir Riesenbomben, die bei euch hoffentlich schon alle auf Level 7 oder sogar 8 sind. Und die kleinen sollten alle schon Minimum auf Level 8 sein. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, um viel Damage anzurichten bei den Barbaren. Weil die meisten spammen Barbaren, deswegen bleiben die Bomben auch alle auf Boden. So, dann kommen hier an den Ecken nochmal Kanonen vor und Doppelkanonen. Haben wir oben plus den einen Tower, der hier noch hinkommt, so. Und ein Tesla, wo ist er? Da ist der Tesla. Den stellen wir hier oben an die Ecke. Ja. Und dann brauchen wir noch den letzten Kracher, der hier hinkommt. So. Dann machen wir hier nochmal Riesenbombe zwischen. Hier vorne stellen wir noch eine kleine Bombe hin. Und hier zum Fixpunkt, wir brauchen einen Fixpunkt, kommen die kleinen Traps hin. Und jetzt fangen wir an, einmal kurz Wände zu ziehen. Ne, wir haben viele Sechser, viele Fünfer und noch die neun Dreierwände. Und die sind halt der Keypunkt, warum das hier so gut funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele Dings hat das immer? 1, 2, 3, 4, 5, genau. Das steht dann so. Dann wird das so hingestellt. Wir müssen nur mal gucken, dass wir das einmal richtig hier haben. Wartet. Ich glaube so. So. So sieht es richtig aus. Genau, passt rein. Super. Dann machen wir hier mit 5er-Wänden weiter. Hier ist das jetzt nämlich ein geschlossener Kreis. Damals war das offen. Das haben wir jetzt aber nicht mehr. Und das ist auch das Gute daran.
Das war ja damals, durch die neuen Wände konnten wir die Base an den Kreisen von außen und innen schließen. Und wir konnten das so machen, dass wir zwei Luken offen lassen. Und das ist sehr, sehr gut. Wir haben hier die Luke offen. Hier die zwei Luken haben wir offen. Ja. Und dann können wir hier nämlich mit den neuen Wänden hier die Ecken nämlich so bauen, dass sie hier durchlaufen. Dadurch gehen schon mal sehr, sehr viele entweder Kanonenkarren oder halt Barbaren verloren. Ne? Und dann geht es hier wieder hoch. Und das ist wirklich eine Anti-Barbaren-Base, Spam-Base, die einfach ultra gut gegen die Viecher hält. Also bei mir auf jeden Fall ist es so. Und dann, by the way, nochmal kleine Werbung in eigener Sache, Leute. Dürfen wir nicht vergessen, oben in der Ecke steht ja gamesplanet.com. Ja. Wenn ihr das Video heute schaut, dann geht mal auf gamesplanet.com. Wenn ihr das nicht kennt, Link ist auch noch in der Videobeschreibung drin. 4.3. 4.3 gibt es gerade im Angebot für 3 Euro. Und ne, supportet mich natürlich, wenn ihr euch das kauft. Und wäre nett. Ja. Schaut da mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. So, dann packen wir hier die letzten zwei Fallen wieder hin. Weil hier wieder eine Öffnung ist und sein muss leider. Dann kommt hier die Wand rum. Hier wird zugemacht. Dann nehmt ihr bitte die stärksten Wände, die ihr habt. Ja, immer schön, dass innen zu ist. Und dann sieht das erstmal so aus. Dann brauchen wir noch einmal eine Riesenbombe. Die kommt hier hin. Und dann zwei kleine Riesenbomben, die hier noch vorgestellt werden. So. Dann bauen wir hier unten erstmal zu. Ne? Hier unten werden wir dann den Elixiersammler nehmen. Hier lasst ihr zwei frei. Weil hier werdet ihr eine Stoßfalle benutzen, die direkt ihr in den Zerschmetterer schießt. Ganz wichtig. Hier macht ihr das wieder so, dass die rausgeschossen wird. Falls die nämlich außen rum gehen, werden die wieder über die Mauer geschossen und müssen den Weg wieder rumlaufen. Und in der Zeit verlieren sie viel an der Rage-Zeit, was extrem wichtig ist. Ja? So, hier, das wird so gemacht. Dann kommt hier das Goldlager rein. Immer zwei Abstand halten, damit hier ein bisschen Platz ist. Ne? Damit ihr das gut auskostet. Hier kommt wieder ein Armeelager rein. Und dann wird hier mit einem Abstand von der Wand ein Armeelager hingestellt. Dann packt ihr eine Dreierwand, ne, die ihr noch habt, in einem Zweierabstand so hin. Wir müssen gucken, dass wir genau richtig sind. Ja, wir müssten genau richtig sein. Und dann kommen hier die Fünferwände rum. Jetzt müssen wir hier einmal alles verschieben. So. Ich weiß nicht, ob das noch eine Wand hoch war. Ich glaube schon. So, dann hier drehen. Hier ran. Hier ran. Hier ran. Und dann kommt die neue Wand noch dazu. Die wird hier noch an die Ecke mit dran angepresst. Dann macht ihr hier zwei Armeelager rein. Ein Armeelager kommt hier rein, aber mit einem Abstand. Dann kommt noch ein Armeelager dazu, wieder mit einem Abstand. Elixierlager. Ein Abstand. Das Riesenteil hier. Sternenlabor mit einem Abstand. Hier ein Abstand. Hier oben wieder ein Armeelager. Da kommt eure Maschine hin. Der Uhrenturm kommt hier hin. Mit zwei Abstand. Hier packt ihr zwei Stoßfallen in die Richtung, damit die wieder rausballern. Und hier könnt ihr nochmal eine in die Richtung so packen, dass sie rausgestoßen wird. Das ist die ganze Base. Ja, alles verschieben. Ich zeige euch gleich auch nochmal meine Replays. Wenn ihr jetzt Dings habt, hier den Dings, packt ihr das so hin. Ja, wir machen mal die Speer an sich. Die sieht so aus. Ja. Und Fotomodus sieht so aus, damit ihr das nachbauen könnt. Also, warum ich das so gemacht habe, ist ganz einfach. Hier die Ecke wollte ich schließen. Ja, das ging nicht feiner. Dafür haben sie hier nur einen kleinen Weg, wie sie in die Base reinkommen können. Wenn sie mit Bombern hier sprengen, müssen sie trotzdem immer noch hier durch die Wände durch. Und die gehen dann nicht so einfach. Das heißt, die Vorwände,
tanken für die Innenwände. Und wenn die hier zwei durch die Fallen laufen, die sind dann schon Level 4, dann verlieren sie schon ziemlich viele Barbaren und hier vorne auch. Und vielleicht sogar, wenn sie mit Riesen als Tank vorgehen, Riese weg, Riesen weg, Riesen weg, Riesen weg und Riesen weg. Deswegen baut die Fallen aus, sehr wichtig, die auch, ja, zum Stoßen irgendwo rein. Und hier ist schon so ein kleiner Keypunkt, wo viele Riesen und Kanonenkarren verloren gehen können. Auch noch durch die Bomben mit viel Damage hier oben. Wenn sie hier reinkommen, wird es schwierig, weil die Bomber das hier niemals anvisieren können. Die können nur von hier und dann hier die Wände kaputt machen. Bringt also nicht viel, weil sie müssen trotzdem immer noch diese ganzen Wege hier oben umgehen und dann hier vielleicht sogar rein. Und wir können uns das mal angucken. So sieht die Base dann im Fertigen aus. Ja. Wenn ihr die ganz normal drin habt, da oben baue ich gerade die nächste Falle aus, die Sprungfalle. Hier haben wir sie schon fertig. Da oben ist, glaube ich, auch noch eine fertig. Ja, da ist noch eine fertig. Ne? Ja, da ist noch eine fertig. Und da kommt dann noch eine rein. Und ich habe hier extra so diese Löcher gewählt, weil die hier halt hoffentlich immer durchgehen. Meistens sieht es sogar sehr gut aus. Man sieht es hier, 72% hat er geschafft. Ne? Mit alles maxed wieder. Es gibt immer wenig Prozente, wenn es diese Kanonenkarren sind. 66% ist nicht wirklich viel. 42% war es hier. Das sind aber gute Beispiele, weil das hat bei denen halt nicht richtig gefruchtet. 74, okay, ist ein bisschen viel, ja, aber das kommt eher selten vor. Das ist so der Fall, 50%, 55%, 59%, ne, auch wieder mit Elite-Barbaren und dem ganzen Gespamme. Und es klappt halt nicht durch die Base. Hier hat es mal einer mit Superpacker probiert. Man sieht, die sind halt leider immer noch gaga, auch obwohl sie Level 16 sind. Dann wurde es hier probiert. Mit, auch wieder mit Barbaren und mit der Riesenkanone und so und das mit diesen Kanonenkarren und so, und es funktioniert einfach nicht. Und 50% ist so meistens, also so in manchen Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen ist es das Maß aller Dinge und weiter kommen sie damit nicht. Ich bin jetzt wieder auf 4500, man kann aber sehen, ich war schon bei 5089. Wenn ich jetzt Bock hätte und ich wäre tryhard und ich würde pushen, ne, dann könnte man, glaube ich, auch noch höher mit der Base kommen. Also die funktioniert eigentlich ziemlich sehr gut. Das ist für mich so meine Lieblingsbase. Wie gesagt, ich habe die gegen Anti-Barbaren-Spam, benutze sie auch nur, weil sie funktioniert in meinen Augen. Jetzt gibt es natürlich wieder Leute, die sagen vielleicht, ja, bei mir geht die nicht, ich habe die probiert und bla bla bla. Aber ihr müsst gucken, seid ihr so weit gemaxt wie ich? Habt ihr auch alles so ausgebaut wie ich? Seid ihr mit den Helden, mit den Angriffen so gut wie ich, ne? Und den ganzen Kram, habt ihr das alles so weit ausgebaut? Weil wir können einmal durchgehen, ja? Diese Wände hier sind alles Level 6er. Dann habe ich alles durchgehend nur noch Level 5er Wände. Ich habe nur die neuen erstmal auf Level 3, ja? Die später aber noch besser werden. Das ist, by the way, hier könnt ihr auch nochmal so machen. Die könnt ihr gegen eine stärkere Wand austauschen, weil das sind ja nur Außenwände, die sind nicht ganz so wichtig. Die werden eh One-Hit, wenn die Bomber sind, aber hier drinnen sollten die doch ziemlich belastbar bleiben. Ich habe Kanonenkarre auf 8, Luftbomben 8, Zerschmetterer 8, die ganzen Tesla habe ich alle 8. Ich habe die Bogenschützentürme 8, Brutzler 8, Magierturm 8, die Crusher habe ich alle auf 8, den Multimörser habe ich auf 8, die kleinen Bomben habe ich alle 8, ne, die Fallen sind alle schon auf 4 und 7 und so sieht das halt bei mir aus. Ne? Keine Ahnung, wie das bei euch aussieht. Bei mir funktioniert diese Base 1A. Ich kann sie euch nur empfehlen und dann wieder nochmal eine kleine Werbung. Gamesplanet.com, ich glaube noch bis morgen, 4.3. Das läuft auch gerade bei mir als Let's Play. Ich habe das aber als Re-Upload Let's Play so mäßig, weil ich habe das früher schon mal gemacht, nur irgendwie ist das nicht mehr da. Das heißt, Ich ziehe das jetzt einfach durch und lade jeden Tag 5, 6 Parts hoch oder so, damit ihr euch das hintereinander weg angucken könnt. 15 Minuten gehen die immer, aber wenn ihr mich unterstützen wollt, Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr 4.3 kaufen, kostet 3 Euro gerade. Jetzt, aber heute nur noch. Ich glaube, morgen ist es weg. Heute kostet es noch 3 Euro. Würde mich mega freuen, wenn ihr euch das kaufen würdet, aber nur wenn ihr es braucht. Geht mit PaySafe-Karte, alles, gibt es keine extra Kosten drauf. 3 Euro würde mich halt unterstützen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.